Wurst selber machen ist gar nicht so schwierig. Salopp gesagt, kommt mit ein paar Gewürzen in Pelle. Es kommt dabei auf die Auswahl und Anteile von Fleischsorten und Fett an und ob man dicke Wursthüllen oder Naturdärme nimmt. Jetzt geht es aber um Wurst im Naturdünndarm. Das kann also zum Beispiel luftgetrocknete Wurst, Bratwurst oder wie jetzt im Film Kohlwurst werden. Ich verwende Dünndarm vom Schwein oder Schaf mit einem Durchmesser von 28 bis 32 cm. Man spricht hier vom Kaliber. Den Naturdarm kann man so fertig am laufenden Meter in Salzlake kaufen. Er wird für eine leichtere Handhabung durch einen Plastikring gezogen. Ich hänge ihn über dem Gefäß ein, dann kann ich mir aus dem Bund einen Darm herausziehen. Ein Grund für Ekel gibt es hier nicht. Es handelt sich lediglich um hauchdünne, gereinigte Häute. Diese Pelle wird in einer 15%igen warmen Kochsalzlösung mindestens eine halbe Stunde aufgestellt. Die Wärme macht den Darm für die Weiterverarbeitung elastischer, das Salz wirkt einer späteren möglichen Verpilzung entgegen. Die Gewürze bestehen bei meiner Kohlwurst aus Nitritpökelsalz, frisch gemahlenem weißen Pfeffer, Piment, der noch fein gemahlen werden muss, Kümmel, der ebenfalls noch gemahlen werden muss, Zwiebelpulver und Macis. Macis wird auch Muskatblüte genannt und ist der Samenmantel der Frucht des Muskatnussbaums. Gewürze sollten immer ganz frisch selber gemahlen, gestößelt und gerebelt werden. Fertig gemahlenes Gewürz oder sogar Gewürzmischungen entfalten längst nicht so ein gutes Aroma. Das hier ist Rindfleisch. Das hier Schweinefleisch. Das Fleisch wird in Streifen geschnitten, dann ist es für den heimischen Fleischwolf leichter zu handhaben. Bei meiner Kohlwurst kommt es nicht so drauf an, von welchem Muskel das Fleisch ist. Die Kohl- oder ehemals Bregenwurst war einstmals eine kräftig gewürzte und fette bäuerliche Schlachte-Restewurst, in der auch Hirn, also Bregen, verarbeitet wurde. Das macht man heute im Handel seit der BSE-Krise nicht mehr. Den grünen Speck habe ich bereits portioniert vorbereitet. Als grünen Speck bezeichnet man festen, ungeräucherten Speck. Er macht die Wurst schön saftig, wirkt als Geschmacksverstärker und würzt ausgelassen nachher den Kohl. Der Fettanteil ist bei mir ein knappes Drittel der Gesamtmenge. Das Schweinefleisch bildet mit knapp der Hälfte der Gesamtmenge den größten Anteil und das Rindfleisch mit einem knappen Viertel den geringsten. Bei meiner Kohlwurst bin ich noch nicht so ganz im Reinen, was für eine Lochscheibe leckerer ist. Wahrscheinlich eine 4,5er. Hier ist nun aber eine feine Zweierscheibe im Einsatz. Das Messerkreuz muss unbedingt scharf sein und das Fleisch schneiden. Es darf nicht gequetscht werden. Hier kann man schön sehen, was Schweinefleisch, Rindfleisch, und grüner Speck ist. Grundsätzlich kann ich einen elektrischen Wolf empfehlen. Das erleichtert alle Arbeitsschritte ungemein und vieles kann man dadurch allein schaffen. Die kleinen Geräte für die Küche kommen allerdings nicht ansatzweise an die Geschwindigkeit von Industriegeräten heran. Ein Fleischwerk. Und damit ich nicht die letzten im Wolf verbliebenen Stücke von Hand schneiden muss, gebe ich noch einmal etwas Mett hinein. Die Fleischmasse kommt in eine saubere Schüssel.
Der Wolf wird geöffnet. Mit einem alten Küchenmesser lässt sich die Lochscheibe ab und das Messerkreuz herausnehmen. Am Messerkreuz verfangen sich Sehnen, die nicht mitverarbeitet werden. Die Schnecke geht immer etwas schwer heraus und wird, wie auch der Wolf, gereinigt. Das Salz in einer Wurst darf man nicht nach Belieben reduzieren. Man rechnet bei der Wurst mit mindestens 18 Gramm je Kilo Fleischmasse, eher mehr, und es dient wesentlich der Konservierung. Man kann natürlich auch einfaches Kochsalz nehmen. Nitritpökelsalz ist mit etwas Nitrit versetztes Salz und sorgt für eine rote Fleischfarbe. Die Nitritmenge gilt als gesundheitlich unbedenklich. Ja, da braucht man Finger wie ein Ei-Ei, um an die Fleischreste zu kommen. So, Fleischmasse und die Gewürze werden nun sehr gründlich durchgeknetet. Das dauert bei dieser Menge etwa 5 Minuten. Und dann sieht die Masse nämlich schon ganz anders aus. Jetzt werden aus der Fleischmasse kleine Rollen geformt. Das ist für die weitere Verarbeitung nützlich. So lässt sich der Fleischwolf leichter befüllen und vermatscht nicht. Außerdem kommt es nicht zu ungewollten Lufteinschlüssen. Die würden der Wurst schaden. Der Wolf wird umgebaut. Statt des Schneidewerks kommt ein Wurststopp-Vorsatz drauf. Damit die Pelle nachher gut rutscht, sollte der Vorsatz kleiner gewählt werden als der Darm. Dieser hier hat für das 28er Kaliber gerade mal etwa 12 mm. Der Überwurf wird nicht ganz fest aufgesetzt, so sollen eventuelle Lufteinschlüsse entweichen können. So, juhu, mein Lieblingsspiel. Bei den dünnen Häutchen im Anfang die Öffnung finden. Geduld, Geduld. So, der Anfang ist gemacht. Die Haut hält erstaunlich viel aus. Trotzdem würde ich sie vorsichtig aufziehen. Reißt sie, gibt es nachher Wurstgestückele. Pro Kilo Wurstmasse brauche ich ungefähr 1,6 Meter Darm, zuzüglich der Zugabe zum Verknoten. Denn die Würste sollen nicht abgedreht, sondern zu Ringen verknotet werden. Ja, so sieht das halt jetzt aus. Die Wurstrollen lege ich mir bereit, so kann ich gleich mit der linken Hand den Wolf versorgen und mich mit der rechten Hand um die Pelle kümmern. Zwei Wurstrollen sind verschwunden und aus dem Wolf tritt doch nur Luft aus. Da kommt die Wurstmasse. Sie zieht den Darm allein von der Tülle. Damit sie schön prall wird, muss ich sie festhalten. Prall, aber nicht so, dass sie keine Reserven zum Abdrehen oder Verknoten hätte. So, ich ziehe etwa 10 cm Pelle nach, schneide sie ab, lege einen Ring und verknote sie.
Die nächste Wurst läuft schon viel besser von der Hand. Für uns Laien ist das immer noch ein aufregender und etwas kniffliger Moment. Bei Profis mit einer schnellen Maschine schießt die Wurst ja geradezu durch die Küche. Aber mir ist das nur recht so. Es gehört ja auch etwas Muße zum Handwerk und zum Rumwursteln. Wieder etwa 10 cm Pelle leer lassen, mittig abschneiden und so entsteht Wurst für Wurst. Schluss, alle, aber in der Maschine sind noch sicher 2 Wurstrollen, also aufmachen. Und mit dem Finger durch den Wurststoppvorsatz die Reste in die Pelle drücken. Dann wird mir, wie so oft, bewusst, dass die Konstrukteure solcher Haushaltsgeräte keine Praktiker sind. So vieles ist nicht funktionell und durchdacht genug oder auf Verschleiß gebaut. Die fertigen Wurstringe verknote ich zusätzlich mit Wurstschnur. So geht sie sicher nicht auf und ich kann sie besser aufhängen. Zudem behelfe ich mir mit verschiedenen Garnfarben, die Wurstarten nachher zu unterscheiden. Die fertigen Kohlwurstringe werden nun bei kühlen Temperaturen 2 Tage zum Abtrocknen aufgehängt und anschließend geräuchert. Naja, Wursteln ist ein schönes Hobby für die kalte Jahreszeit. Hier hängen noch ganz andere Schätze. Wildschwein und Rehsalami oder rechts, das ist eine fränkische Luftgetrocknete, auch im Dünndarm. In der Summe brauchen sie nicht lang. Nach der Herstellung vergehen 7 bis 10 Tage, bis sie in den Topf können. Das ist der Räucherofen. Der ist inzwischen recht regelmäßig im Gebrauch. Im Winter für die Würste, sonst auch zum Heißräuchern von Fisch. Übrigens nicht teuer, so 100 Euro für einen kleinen Edelstahlofen kann man rechnen. Und los geht's. Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, Buchenholzspäne zu verqualmen. Die geringste Menge Buchenholzspäne bei sehr guter Rauchausbeute und 12,5 Stunden Brenndauer erreicht dieser sogenannte Sparbrand aus Edelstahl des Herstellers Jäger. Es bleibt nur Asche übrig, keine Holzreste. Ich verwende feine Buchenspäne und befülle zunächst den Sparbrand auf einer Unterlage. So kann ich daneben gefallene Späne leicht wieder aufnehmen. An beiden Enden ist eine Blende mit einem größeren Loch. Dort drücke ich die Späne gleich besonders fest an, dass sie nicht herausrieseln. Leicht mit dem Finger andrücken. Und dann mit dem Esslöffel noch einmal andrücken und überschüssige Späne abschieben. Fertig. Die Würste werden so eingehängt, dass sie frei hängen und komplett vom Rauch eingehüllt werden können. Diese Art des Räucherns nennt man Kalträuchern. Es kommt nicht auf einen Garprozess an, es kommt nur auf den Rauch an, der das Räuchergut umgibt. Die Temperaturen im Schrank sollten unter 20 Grad bleiben, Obergrenze sind 24 Grad. Nun der Rauch. Anzünden kann man den Sparbrand mit einem davor gestellten Teelicht, Kohlestäbchen oder, wie ich es mache, mit einem Gasbrenner. Etwas durchs Loch. Etwas von oben, bis die Späne sichtlich durchgeglüht ist. Sonst könnte sie wieder ausgehen.
Nun wird das Gestell unten in den Ofen gestellt. Ein Abtropfblech ist nicht notwendig, die Würste tropfen nicht und von unten kommt keine direkte Wärme. Schranktüre schließen, fertig. Es ist übrigens schon der zweite Räucherdurchgang für diese Würste. Unten hat der Schrank eine Luftklappe. Sie muss aber beim Kalträuchern hier nicht unbedingt offen sein, es gibt genug Sauerstoff für die Glut. Schön ist die Glastür, dann sieht man, was im Schrank passiert. Er soll ja geschlossen bleiben. Im Schrank sind knapp 9 Grad, sehr gut. Oben gibt es ebenso eine Luftklappe. Beim Kalträuchern schließe ich sie meist, aber man kann sehen und riechen, wie schön hier der Rauch abzieht. Der Ofen läuft inzwischen gut 6 Stunden. Die Temperatur hat sich eigentlich nicht erhöht. Außerhalb des Schrankes sind es nämlich auch 11 Grad. Das ist ein Duft. In der Öffentlichkeit komme ich langsam in Erklärungsnöte. Die anhaltende Räucherei bringt es ohne Handschuhe mit sich, dass man dauernd gelbe duftende Wurstfinger hat. Da hilft auch keine Seife und keine Handbürste mehr. Noch ist Glut und Rauch da. Aber diese Würste sollten in der Summe nicht mehr als 20 Stunden im Rauch hängen, sonst wird das Raucharoma zu dominant. Also raus mit ihnen. Und das duftet. Im Gegensatz zu anderen Würsten sollte man diese Kohlwürste nicht zu lange an der Luft trocknen lassen. Wenn man sie, wie auch andere Würste, lagern will, kann man sie mit einem kleinen Schweißgerät vakuumisieren und kühl lagern. Ich habe auf diese Weise schon Würste über ein halbes Jahr aufgehoben. Ich würde allerdings inzwischen zu einem Mittelklassegerät raten, bei dem die Folien innen rautiert sind. Dann wird die Luft besser abgesaugt. Außerdem haben sich doppelte Schweißnähte bewährt. Ja, und da es sich hier um Kohlwürste handelt und natürlich jeder wissen will, wie sie zubereitet aussehen und schmecken, kochen wir mal schnell einen Grünkohl-Klassiker. Der Grünkohl hatte seinen Frost, somit ist sein Zuckergehalt höher und sein Aroma nicht bitter, sondern eben typisch so, wie wir ihn kennen. Mit einem scharfen Messer kann man ihn nun hacken. Das dauert. Oder aber man hat ein richtiges Schneidwerk, dann geht es sehr flott. Frisch geschnitten schmeckt auch Grünkohl besser, als wenn man ihn als Frostklotz kauft. Ist so. Goldene Regel, frisch ist immer alles besser. Kartoffeln gehören dazu, Salzkartoffeln. Zwei fein geschnittene Zwiebeln. Die Töpfe kommen auf den Herd. Den Grünkohl mache ich im Dampftopf. Das spart viel Energie und schont wieder das Aroma. Ein ordentlicher Stich Schweineschmalz kommt bei mir hinein. Darin werden die Zwiebeln ausgelassen. Pfeffer aus der Mühle, Salz, nachwürzen geht immer. Ein halbes Kilo Grünkohl hinein. Ein Drittel Liter Wasser drauf. Den Deckel verriegeln. Und warten, bis sich das Ventil schließt und Druck aufbaut. Nach 8 Minuten unter Druck ist der Kohl zusammengesunken und schon fast gut zu beißen. Jetzt kommen die Würste dazu, werden im Kohl versenkt und kochen noch einmal 10 bis 15 Minuten mit.
Köstlich sieht das aus. Man kann die Pelle einstechen, dann verteilen die Würste ihr Aroma besser im Kohl. Die Schnur weg? Über die genaue Würzung der Kohlwurst ist nur schwer Eindeutiges zu erfahren. Es ist allseits ein gut gehütetes Familien- bzw. Betriebsgeheimnis. Und mal fürs Auge einen Blick hineinwerfen. Sagenhaft! Ja, und jetzt anrichten. Mancher mag alles nebeneinander. Mancher macht einen Eintopf mit Wurststücken und Dampfkartoffeln draus. Beides schmeckt wunderbar. Bregen oder Kohlwurst stammt ursprünglich aus dem ganzen norddeutschen Raum und wird traditionell geräuchert und dann zusammen mit Grün- bzw. Braunkohl gegart. Ja. Toll.